Rund 6000 Liter mit Regenwasser vermischte Fäkalien sind am Freitag aus diesem Gülleanhänger auf die Straße gelaufen. Zu dem Unfall war es am späten Vormittag auf der abschüssigen Kreisstraße zwischen Marienhagen und Thalitter gekommen. Der 17 Jahre alte Fahrer des Schleppers bremste laut Polizei vor einer Kurve. Daraufhin geriet der Anhänger ins Schleudern. Das Gespann streifte diesen entgegenkommenden Wagen, dessen 77 Jahre alte Fahrerin geistesgegenwärtig nach rechts auswich. Der Gülleanhänger kippte auf die Seite, der Schlepper jedoch blieb auf den Rädern stehen. Weil der Füllstutzen des Güllewagens offen war und in Richtung Tal zeigte, floss der gesamte Inhalt auf die Fahrbahn und von dort in den Graben. Der Arbeitgeber des Unfallfahrers zeigte sich über die relativ harmlosen Auswirkungen des Unfalls erleichtert. Also erstmal habe ich die ältere Dame bewundert, die in dem Auto gesessen hat, was geschädigt war. Die war also, ich sag mal, cool. Die hat das also wunderbar überstanden. Freut mich besonders aber auch, dass mein Praktikant und der Auszubildende keinen persönlichen Schaden genommen haben. Über den Materialschaden ist klar, das wird irgendwo weggesteckt. Feuerwehrleute reinigten die Straße, unter anderem mit der Selbstschutzeinrichtung des neuen Großtankers. Außerdem fluteten die Brandschützer den Graben mit reichlich Wasser. Zur Bergung des Anhängers war ein Kranwagen nötig. Nach etwa 2 Stunden war die gesperrte Strecke wieder frei.